Hallihallo und willkommen zurück auf dem Kanal AFK, das furchtbar kommentiert. Ja, wir sind langsam im Finale von The Search angekommen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und jetzt fragt sich natürlich der Zuschauer, warum zum Teufel A, ist er denn jetzt auf einmal wieder hier? Dieser DLC-Abschnitt. B, warum hat er auf einmal eine andere Waffe? Und C, warum hat er diesen Hut auf? Weil ich habe noch ein bisschen gelevelt. Aus Sicherheits- und Angstgründen. Ich habe aber noch nicht hochgelevelt. Ich habe jetzt ca. 338.000 Altmetall gesammelt. Hört sich jetzt viel an, aber durch den DLC hier sammelte man die recht schnell. Ich kann ja dann mal einen Durchgang machen, um es einfach mal gezeigt zu haben. Ich habe es ja schon mal in einem vorigen Video angespielt, das war so semi-gut. Jetzt weiß ich langsam, wie es läuft und ich denke, das sollte man ganz schnell durchlaufen und dann kriegt man jede Menge Materialien bzw. Altmetall. Bevor wir jetzt weitergehen in die Endboss-Area, habe ich noch zwei Sachen vor. Und zwar möchte ich eine ultimativ geheime Rüstung unbedingt noch haben. Dazu müssen wir die ganzen Bagger legen. Das heißt, diese grünen, richtig großen Ungetüme. Zwei habe ich ja schon gelegt. Die anderen drei, die noch übrig sind, weiß ich, wo sind. Daran kann ich mich noch erinnern. Und dann kriegen wir Münzen. Mit diesen Münzen muss ich an einen ganz bestimmten Ort in dem Spiel, was nicht vorher angezeigt wird oder angezeigt wurde, und darf dann diese da einsetzen. Dann geht wohl irgendwo eine Geheimtür auf. Und in dieser Geheimtür ist dann diese Rüstung. Die möchte ich haben. Und bevor wir den Endboss legen, außer ich mache das wie bei Lord of the Fallen und marschiere versehentlich aus Versehen da rein und komme nicht mehr zurück, möchte ich natürlich noch Maddy finden. Maddy, ganz, ganz wichtig, ist ja noch diese Nebenquest, die offen ist. Die muss aber ultra, ultra gut versteckt sein. Na, mal gucken, ob wir die finden. Ich weiß so ganz, 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 ganz grob, wo die sein könnte. Aber nur so Pi mal Daumen. Bevor wir jetzt mit dieser ganzen Litanei angehen, und natürlich habe ich vor, in diese Stream-Session für die YouTube-Zuschauer, ich habe einen Stream und lasse diese Aufnahme quasi nebenbei laufen. Und ich habe vor, in diesen Stream definitiv den Boss noch zu legen. Ich hoffe, das funktioniert. Wir werden sehen. So, bevor wir jetzt hier mal richtig anfangen, zeige ich euch nochmal dieses DLC. Da habe ich mich auch schon etliche Male dran versucht. Nur, dass man es mal einmal gesehen hat, auch nochmal. Es gibt hier bis zu 9 Episoden. Ich muss zugeben, die 9 habe ich nicht geschafft. Ich war beim Boss, aber die sind böse. Das sind nicht auf einmal 3 und dann wird es gar nicht mehr lustig. Darum werden wir das 8. machen, mit aber diesen Zusatzdingern. Das heißt, ich kann mir das Ding schwieriger machen. Dadurch steigt natürlich dann auch die Frontier-Ausrüstung, V2-Ausrüstung, Altmetall und Komponentenauswertung. Das heißt, wenn ich jetzt sagen möchte, ich mache jetzt hier konstante Energiefluktion. Das heißt, mein Energiebalken, der schwankt immer von hoch, nach unten. Ich kann es nicht timen, ich kann nichts machen. Ich kann nur, wenn ich aufpasse, im richtigen Moment dann auch drücken. Dann werden wir die Bewegungsbeschleunigung machen. Man sieht schon auf der rechten Seite, Modifikation, Aktivierung, es steigt langsam. Dann werden wir natürlich sterbende Feinde hinterlassen, Energiekerne. Und mehr würde ich jetzt erstmal gar nicht machen wollen, weil ich würde gerne mit der Waffe einfach nur schnell mal durchrennen, um es gezeigt zu haben. Ich könnte die Gegner noch unsichtbar machen, dann würde es noch auf sehr hoch gehen und Ausrüstung hoch. Und der Modifikator für Altmetall geht auch nochmal ein ganzes Stück hoch. Aber ganz ehrlich, da macht es Kraut nicht fett und es macht es einfach unnötig jetzt schwerer. Ist ja gut, meine liebe Stimme. Und man könnte auch machen, dass die zuletzt vom zuletzt getöteten Feind, dass wir die Waffe übernehmen. Aber die sind teilweise so schlecht, da prügel ich wieder stundenlang auf den Gegner rum und das ist auch wieder doof. Oder wir machen die Kung-Fu-Geschichte. Da kämpfe ich halt nur mit Händen. Nein. Das lassen wir jetzt einfach mal weg. Wir aktivieren das jetzt auf Episode 8. Ich renne da jetzt einfach mal durch. 6 Ladungen sollten eigentlich reichen. Und dann geht es schon los. Ich habe noch den Vorteil, jetzt geht es einiges auch noch schneller. Ich habe den riesen Vorteil, dadurch, dass ich das ja schon erfolgreich erledigt habe, kann ich Abkürzungen nutzen.
Ist in dem Fall sinnvoll, weil man kommt dann, wenn man dann durchgerannt ist, zu einem Boss. Mach den jetzt mal kurz. Oh Gott, ich habe schon wieder länger nicht mehr gespielt. Moment, muss ich erst mal wieder reinfinden. Ja, ja, treten ist okay. Man kommt dann am Ende der Runde zu einem Boss. Den muss man besiegen und dann kriegt man den ganzen Loot, den man sich dann jetzt quasi zusammengebaut hat. Wenn man es nicht schafft, tja, dann darf man nicht mehr zum Boss, außer man hat Münzen. Es gibt in jedem Areal immer 3 Münzen, also insgesamt im Durchlauf kann man 3 Münzen finden. Das heißt, man hat insgesamt 3 Versuche, oder nee, in dem Fall 4. Weil der erste zählt nicht und kann dann eben nochmal 3-mal danach nochmal versuchen, den Boss zu erledigen. Ich vermute mal, ich brauche keinen einzigen Versuch, ich brauche den ersten, wenn ich drin bin, und dann lege ich den Boss, die Sache ist erledigt. So, ganz kurz zur Erklärung, das sind die Container, die sie fallen lassen. Wenn ich den anschlag, dann wird er rot, das ist nicht lustig, und explodiert, und in der Nähe möchte man dann nicht sein. Okay, diesmal explodiert er nicht, warum auch immer. Ach, ich glaube, ich muss nochmal schlagen. So, jetzt erkläre ich aber nicht mehr lange, jetzt renne ich einfach mal schnell durch. Weil eigentlich wollte ich das nochmal ganz kurz nur demonstrieren. Und so gibt es halt alle möglichen Konstellationen. Ich bin da jetzt auch nicht vorsichtig. Es geht jetzt primär darum, das alles mal schnell durchzurennen. Der steht nochmal auf. Achso, ja, noch ein kleines Wort. Warum habe ich jetzt auf einmal... Wo ist der denn hin? Warum habe ich denn jetzt auf einmal die Waffe genommen, statt die andere? Weil die einfach schlicht und ergreifend stärker ist. Die hat nochmal, wenn ich die auf das Maximum hochlevel, hat die nochmal locker 20, 25 Punkte mehr Schaden. Ja, ich glaube, das kann man nutzen. So, jetzt haben wir nämlich so eine Abkürzung. Ich könnte jetzt hier lang. Hier drin ist eine Münze versteckt. Oder was ist versteckt? Die liegt einfach rum. Die könnte ich einsammeln. Wollen wir nicht. Ich laufe jetzt einfach geradeaus. Ich müsste jetzt einfach noch mal einen Bogen machen, würde hier wieder rauskommen, spare ich mir. Und gehe quasi gleich zum nächsten Gebiet. Und genau, da machen wir das Licht aus, weil Licht macht Schaden, macht Aua. Und jetzt legen wir den Boss. Wen nehme ich denn? Warum bewegt er sich nicht mehr? Achso, weil ich ja diesen Perk drin habe. Ach, komm, machen wir den an. Wie viele Schläge machst du denn? Aber ich kann ausschlagen, mein Freund. Ich habe Ausdauer ohne Ende. Natürlich kommen auch, also wenn ich jetzt Episode 1 gespielt hätte, statt jetzt hier 8, dann wären die Gegner natürlich auch viel leichter. Man kriegt aber auch nicht so guten Loot. Beziehungsweise Altmetall, was man dann sammeln kann. Also das ist der Grund. Wie gesagt, keine Ahnung, Episode 1 kommen wirklich so Gegner richtig so vom Anfang. Also die machst du mit der, gerade mit der Waffe machst du die relativ schnell weg. Und Episode 8, da kommen schon eher so die Endgame. Episode 9 kommen die richtig harten Brocken. Was aber auch nicht das Problem ist, da ist eher das Problem der letzte Kampf. Weil warum auch immer hat sich der Entwickler gedacht, dann hauen wir die aber richtig eine rein. Weil dann kommen halt mal 3 von diesen Endgegnern und dann wird es echt kritisch. Schaffbar, klar, aber man verliert so schnell mal Energie nebenbei. Da geht man echt schnell drauf. Also ich werde es mal probieren irgendwann mal, aber jetzt nicht hier, einfach nur zum Demonstrieren. Ja, ja, ist gut, komm. Die müssen wir jetzt schnell wegmachen. Ach komm, jetzt hör auf, du tust mir doch eh nicht richtig weh. Oh, ich hasse diese Dinger. Die müssen wir jetzt ganz schnell wegmachen, weil jetzt hier jede Menge von denen sonst kommen und dann ist der ganze Bildschirm vollgekleistert von diesen Idioten da. Geht weg. Hört auf, mir weh zu tun. Ich will nicht. Ich häng fest. Das ist so ein Problem bei dem Spiel. Manchmal hängt man einfach fest und man kommt einfach nicht weg. Hallo? Anvisieren? Achso, eine Weichstelle. Natürlich. Also ich bin jetzt auch nicht davon aus, irgendwie Teile zu sammeln. Ist mir jetzt völlig egal. Es geht nur einfach darum, durchzukommen. So, wen haben wir denn jetzt? Okay. Und wenn wir den hier haben, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Dann sind wir schon im Endkampf.
für diese Episode. Wie gesagt, ich passe jetzt auch nicht großartig auf, ob ich getroffen werde, weil es geht jetzt einfach nur durchrennen. Ich könnte jetzt das hier aktivieren. Dann müsste ich hier nochmal einmal komplett zurück. Dann ist hier irgendwo die eine Münze quasi, die ich erwähnt habe. Dann hätte ich noch einen Versuch. Ist aber gerade egal. Wir gehen jetzt direkt weiter zum Boss. Immer den Weg des geringsten Widerstandes. Genau. Beim Boss ist es so, es gibt verschiedene Varianten. Ich weiß, ich mache mich aus dem Staub. Wie üblich. Wie üblich, natürlich. Ist da noch ein Gegner oder kommt er noch oder was ist hier? Okay. Bei dem Boss ist es so, es können verschiedene Varianten kommen, das heißt im Kampf selber. Es ist halt mal Glücksfaktor, was kommt. Mal ist er etwas leichter, mal ist er etwas schwerer. Und hier sieht man es. Ich habe jetzt eine Münze noch, das heißt, ich könnte jetzt drauf gehen und hätte nochmal einen Versuch. Und wie gesagt, in diesen Arealen waren noch zwei versteckt oder liegen eher offen. Und dann hätte ich eben nochmal zwei Versuche mehr. Brauchen wir jetzt aber in dem Fall nicht. Da kann man einfach nur schnell abkürzen und kann dann relativ gut Altmetall farmen. Weil man sieht jetzt schon, ich habe schon 34.000. Für den kurzen Weg ist es eigentlich recht gut. Oh Gott, ich sehe schon, dass wenn die Laserstrahlen, wenn ich Pech habe. Oh, das ist das Nervigste. Na gut, also Boss, komm raus. Wen haben wir denn da? Der hat natürlich keine Weichstellen. Die ganzen Teile habe ich, glaube ich, irgendwie schon. Aber ich gehe mal auf die Beine. Ja, Mist. Man sieht aber, die Axt, die macht schon mal gut Schaden. Wenn ich mal aus dieser Drehung rauskomme. Ja, ja, ist okay. Tobt nicht aus. Man muss nur aufpassen. Ich halte mich jetzt extra in dem Eck auf, damit der Laserstrahl mich nicht trifft. Nix da, du heilst dich jetzt nicht, mein Freund. Und wie gesagt, in Episode 9 kann ich jetzt sein Bein haben? Ja, jetzt. In Episode 9 wäre dann drei von denen gleichzeitig plus diese Laserstrahlen und was die noch so alles immer auf Lager haben. Und das ist ein bisschen übertrieben. Na, seht ihr mal, das Bein hatte ich noch gar nicht von den Todesengel. Na, guck mal einer an. Also, es ist ein Rüstungsset. Aber, naja, ist okay. So, jetzt habe ich insgesamt 62.000 Altmetall gesammelt. Krieg jede Menge von diesen, Crafting-Gegenstände und eben noch ein Omni-Boost. Und wenn du das, man hat jetzt gesehen, wie lange habe ich jetzt dran gespielt? Ich habe da irgendwo eine Übersicht. Also, wenn überhaupt, waren es so 5-6 Minuten. Es geht recht zügig und dann sammelt man relativ schnell Altmetall zum Hochleveln. Wie man sieht, schon 445.000. Ich habe es ja erwähnt, ich habe ein bisschen gefarmt und wollte einfach mal das DLC machen. Und das kann man jetzt permanent immer und immer wieder machen mit anderen Modifikationen und anderen Konstellationen. Das ist eins selbst überlassen. So, wir leveln jetzt mal hoch. Ich versuche mal auf Level 95, glaube ich, war das hochzukommen. Aber das wird eh nichts. Das wird nichts. Nein, ich muss noch einmal durchrennen. Will ich noch einmal durchrennen? Ich glaube, ein Level brauche ich noch, ne? Für den nächsten Platz. Ach komm, das kriegt man so. So, jetzt speichern wir mal den ganzen Suit da rein. Weil ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Jagd nach den Baggern, damit wir diese geheime Rüstung kriegen. Und noch eine Stelle wollte ich noch hin, genau, um Nano-Sachen abzuholen. Die brauchen wir fürs Leveln. Für den letzten Stand. Das ist hier falsch. Das ist hier definitiv falscher Ort. Da wollte ich nicht hin. Ach, ich hasse diesen Gegner. Ich hasse diesen Gegner. Ja, ist okay, komm. Jo, da kommen sie von hinten angeschlichen. So, Operation geheime Rüstung fängt gleich an. Moment. Wenn ich den richtigen Ausgang finde. So, okay, das haben wir auch. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Da wollte ich mich gar nicht hin. Entschuldigung, ich habe mich verfranst. Lassen Sie mich mal bitte rein. Danke. So. Okay, lass mal schauen. Das ist... war das hier? Weil irgendwo war noch eine Kiste, die wir jetzt noch knacken können. Da sind noch Teile drin.
Ja, hier war es, okay. Da muss ich nur mal ganz kurz den wegmachen, kurzen Abstecher. Warum mache ich eigentlich keine Geräusche, wenn ich das Ding hier finde? Da an diese Kiste wollte ich ran. Haben wir erfolgreich geschafft. Überladen wir und holen uns gleich die Nanoteile. Damit wir natürlich unsere Rüstungen oder eventuell noch eine andere Waffe hochpimpen können. So, jetzt haben wir wieder 9 Stück. Mich ärgert das ein bisschen, dass ich das für die eine Waffe so verblödelt habe. Das waren 3 Teile, die ich jetzt hätte gut brauchen können. Na gut, wir gehen jetzt mal auf die Jagd zu den Jetzt mal Baggern. Schön langsam, Partner. Also eigentlich hätte ich da gleich rausgehen können. Das ist, glaube ich, am kürzesten gewesen. Was ist denn mit meinen Implantaten? Habe ich das ein... Ach, das habe ich gar nicht. Das sollte ich vielleicht raustun. Wieder. Machen wir da. Ich glaube, ich nehme das raus und mache das andere nervige nochmal rein. So, also gut. Ne, wir sind Level 95 recht nah. Das habe ich gesagt, machen wir raus, ne? Weil das behalten wir ja. Und machen das da wieder rein. Nur solange wir hier durch die Gegend laufen, nicht, dass ich irgendwelche Loot oder was sehe. Okay, jetzt gehen wir nochmal durch die Tür raus. Die müsste ja gewesen sein. Und rennen einfach durch. Ich hoffe, ich schaffe das, ohne jetzt gleich drauf zu gehen. Weil die machen zwar jetzt nicht mehr so die Angst, aber wenn sie einmal haben, dann macht's Aua. Aber das sieht eigentlich recht angenehm aus. Jo, okay. Weil von hier können wir, da gehen wir kurz mal zwischenspeichern. Hallo. Ah, hallo Jungs. So. Mal kurz zwischenspeichern und laufen jetzt schnurstracks zu den zwei Baggern. Die sind nämlich direkt nebeneinander. Nein! Uff, ich hab's überlebt. War mehr Glück als Verstand. So, diese nervige Person müssen wir noch erledigen. Mach mal kein Gezicke. Fall einfach um. Also man merkt, die Waffe macht Aua. Jetzt kommt der natürlich auch gleich angeschossen. Nee, da haut du da ab. Okay. Wir müssen nicht einfach nur hier links. Dann geradeaus, wenn ich mich nicht erinnere. Also wir müssen jetzt wieder zu dieser Schmelze. Und in dieser Schmelze sind nämlich die zwei Bagger nebeneinander. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Aussehen wird mit dem Schaden, den die austeilen. Ach, das sind ja echt die Lobob-Gegner. Das ist doch cool. Gehen mit einem Schlag kaputt. Alles gut. Gott, wie habe ich mit denen umgekämpft? Oh, der ist neu. Ist ja gut, Moment. Aber umso besser gibt es wenigstens Lebensenergie. Hallo. Quatsch, Altmetall. Hast du überhaupt keinen Bock oder was? Dann machen wir dich kaputt. Ich glaube nämlich, jetzt müssten... Hä, sind die gar nicht da? Warnung! Kanalbrücken im Recyclingbereich werden eingefahren. Müssten die nicht... Müssten die nicht hier sein? Sonst müsste ich mal nebenher mal gucken. Ich dachte eigentlich, die sind hier. So, einmal abwärts bitte. Ich habe jetzt auch, glaube ich, den Übergang aufgemacht. Wenn nicht, müssen wir nochmal hoch und müssen es wieder andersrum machen. Okay. Ach doch, da ist einer. Aber warum ist nur noch einer da? Aber wir müssen nochmal hoch. Ich habe den Übergang versehentlich wieder geschlossen, statt aufgemacht. Einer ist da, aber da müssen noch zwei sein. Also, den ersten, den kann man relativ gleich am Anfang finden. Der ist auf dem Schrottplatz. Wenn ihr mein, ach Quatsch, wenn ihr mein Let's Play gesehen habt, bin ich jetzt schon einige Male gestorben, weil ich ja auch die eine Rüstung gefarmt habe. Hallo? Wo kommst du jetzt auf einmal her? So, warte mal, was ist denn das hier? Nee.
Der zweite ist bei den Biolaboren. Kanalbrücken im Recyclingbereich werden ausgefahren. Und was ist der Hebel? Achtung! Neuzuweisung der Aufträge für die Schmelzroboter bestätigt. Ja, ist okay. Der zweite ist im Biolabor. Zwei müssten jetzt direkt gleich vor uns sein. Und der dritte, der ist hinter einem großen Tor. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Wir werden es gleich sehen. Was, sind jetzt beide da oder ist nur wieder einer da? Einer. Einer? Okay, warum auch immer. Ist der eine jetzt kaputt? Dann mach mal den weg. Hier ist nämlich die böse Stelle von denen und die machen, aua, nicht mehr wirklich viel Aua, merke ich gerade. Wenn die diese Klappe da aufmachen, dann sind die richtig verwundbar. Wenn sie sie mal aufmachen, aber brauchen wir nicht zu nehmen. So, jetzt haben wir schon 4 Münzen gesammelt, jetzt brauchen wir nur noch einen. Warum der jetzt kaputt war, keine Ahnung. So, jetzt wird es ein bisschen kniffliger, weil ich weiß zwar, wo der ist, ich weiß nur gerade nicht mehr aus dem Kopf, wie wir am schnellsten hinkommen. Doch, ich weiß, wie ich da hinkomme. Doch, 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 doch. So, und zwar müssen wir kurz zurück den Aufzug nach unten nehmen und da dann irgendwo abbiegen, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir das auch geschafft. So. Ich nehme mich. Einmal nach oben, bitte. Danke. Jetzt nehmen wir den Aufzug. Ach komm, speichern wir noch mal kurz. Speichern das mal quer. Wir nähern uns dem der Level 95. Ich will immer 75 sein. Schönen Tag, Warren. Okay, jetzt müssen wir den Aufzug nach unten nehmen. Dann einmal den Gang komplett hinterlaufen und dann glaube ich wieder nach rechts. Und dann müssten wir eigentlich schon fast da sein. Dann haben wir den letzten Bagger erledigt. Ne, lass mal, komm. Ja, ich ziehe jetzt mal nicht die Schuhe an. Ich ignoriere jetzt mal den Schaden einfach weg. Okay, wenn ich mich nicht täusche, müsste ich jetzt hier runter. Dann die Brücke nach links. Oh, wir haben einen Willkommensgruß. Hallo, Kollegas. Machen wir mal kurz Platz. So, du stehst eh gleich wieder auf, ne? So, dass ihr nichts gemerkt habt. Ach doch, jetzt. Ich bin jetzt auch nicht fit, die Teile sammeln zu müssen. Wie gesagt, die Waffe macht so viel schönen Schaden. So, weg. So, und hier drinnen müsste eigentlich unser letzter Bagger sein. Und da steht er schon. Das Ding, unsere Begierde. Ach, guck mal, er macht auch schön die Klappe auf, damit ich Aua machen kann. So, das war's. Also das ist sein Sweet Spot. Wenn man den hier erwischt, dann ist vorbei. Ich habe jetzt auch mal ein Achievement gekriegt, sehe ich gerade. Aber ich habe jetzt war jetzt zu schnell weg. Gut. Dann geht's jetzt zu dem mysteriösen Automaten. Da müssen wir jetzt wieder ein kleines Stück laufen. Ich schaue mal, ob ich durchrennen kann. Und es glaube ich nicht so prickelig wäre, weil ich dann die ganzen Gegner am Hintern hätte.
könnte natürlich. Ach, ich könnte auch was anderes probieren. Klar. Und man hat sogar was fallen lassen. Nimmbar. Nichts wird zurückgelassen. Und zwar laufen wir wieder zurück zu diesen Training-Sender-Tester-Dings und nehmen da quasi die Abkürzung Richtung diesen ominösen Automaten, damit wir diese Münzen eintauschen können. Bin gespannt, ob das jetzt so hinhaut. Ah ne, da lang müssen wir. Machen Sie mal Platz, ich habe keine Zeit für Sie. Auf Wiedersehen. Machen Sie mal Platz. Auch ich habe keine Zeit für Sie. Auf Wiedersehen. So, rein da. Dann nehmen wir nicht jetzt den falschen Ausgang, den ich genommen habe. Ich hoffe, ich finde ihn gleich. Ist aber auch hier nirgendwo beschrieben, ne, wo ich jetzt hier rauskomme. Oder? Biolabore. Doch, da steht's ja. Mein Gott, bin ich blind. Biolabore, Forschungsabteilung. Das müsste das Richtige sein. Jetzt werden wir hier nochmal malträtiert. Natürlich. Ja, komm, wie lange denn noch? Ja, ey, komm doch alle gleichzeitig. Okay, haben wir. So, den machen wir noch weg. Erledigt. Was willst du denn jetzt da? Auf Wiedersehen, mein Freund. So, jetzt müssen wir hier einfach nur durchrennen. Und dann sollten wir eigentlich an diesem Automaten sein. Normalerweise. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, hier. Dieser rechte, dieser Automat hier rechts, der soll es wohl sein. Müssen wir den Gegner weg. Damit er uns nicht nervt. So, kann ich jetzt irgendwas machen? Oh, ich kann echt interagieren. Aha. Ach was, schau mal einer, guck, Iron Maus. Die Iron Maus Rüstung wartet hier auf uns. Echt jetzt? Haben wir? Wir haben die Iron Maus Rüstung. Okay, so. Ich hoffe, die hat halbwegs gute Werte. Verteidigung 9, okay. Ach, wenn ich die, ach, wenn ich den Helm nur allein anziehe, habe ich hier gleich automatisch alles, oder was? Ja. Verteidigung 20? Ja. Na, also wenn wir jetzt aber hier nicht zum Endboss können mit der Rüstung, weiß ich aber auch nicht. Ha, ist ja geil. Wir können dann auch gleich mal schauen, ob wir die nochmal aufpimpen können. Oder ob die schon auf Maximum ist. Ja, sorry, aber wenn wir mit Iron Maus kämpfen können, dann kämpfen wir natürlich mit Iron Maus. Das ist ja mal geil. Vor allem läuft jetzt immer diese Musik. Wie geil. Ey, legst du dich gegen Iron Maus an? Wirklich? Oh, Moment. Freunde, ihr seid, nee, nicht zwei. Ach komm. Könnt ihr euch nicht absprechen, einer nach dem anderen, wenn es geht? Aua. Aua. Sag mal. Machen die jetzt Kung-Fu-Angriffe oder was? Der hat jetzt keinen Bock mehr. Dann mache ich den. Sag mal, hören sich die Schläge an, als ob ich mit der... Als ob wir hier so eine Faustschlägerei hätten? Moment mal, nochmal testen hier. Komm mal her. Burschi. Burschi. Hallo, ich will dich. Wo rennst du hin? Halt, Tatsache. Ach, schön.
So, wo kommst du? Da kommt ja noch einer. Das ist schön. Ach, cool. Wir haben Iron Mouse. Sehr geil. Ich brauche noch ein Motiv. Da will ich ein Screenshot machen, um ein Thumbnail draus zu basteln. Fast schon imposant. Hier geht's nur in dunkle Gebiete, ne? Biolabore. Fertigungskomplex. Stillgelegte Produktion. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen doch eigentlich ganz danach rechts hinter, oder? Geht's hier hin? Vorstandsebene. Oh ja, Vorstandsebene ist cool. Entschuldigung, ich muss das jetzt kurz mal machen. Ach, das ist doch, oder? Nee, ach komm, da muss ich so weit. Ich würde auch noch mal kurz in den Park gehen. Ach nee, komm, Park machen wir nicht. Das Geknackse geht mir mal auf den Sack. Na komm, gehen wir hier mal weiter. Mal gucken, ob ich hier ein schönes Motiv finde. Ach, guck mal. Ist gar nicht mal so schlecht. Ist ja schön hell alles. Da stelle ich mich jetzt mal hier so dahin. Sollte es eigentlich schon gewesen sein. Ich mache jetzt mal hier mich hier nochmal sicherheitshalber ein. So. Sorry. Das musste jetzt kurz sein. Hallo Spiel, stürzt nicht ab. Wollen weitermachen. Gut. Also, letztes Gebiet. Ich habe seit dem letzten Mal alles vergessen, wo ich war. Da geradeaus geht's auf jeden Fall zu unserer Homebase. Da gehen wir zuerst mal hin. Schaut auf uns als Spezies. Kommt er rausgerannt oder? Nee. Es gibt keine Götter als die, die wir schufen und wir taten. Aus dem Grund, damit wir hier einfach wieder starten. Hier ist schon wieder irgendwas. Das habe ich das letzte Mal schon mal gesucht, ne? Und habe es nicht gefunden. Hier ist es nicht drin. Hallo. Okay. Haben wir eigentlich jetzt Level Gedingster da? Nee, noch nicht. Doch, haben wir. Na also. Das ist doch ein Traum. Können wir doch hier mal aus den Vollen schöpfen. Ausdauer, denke ich, habe ich genug. Halt nach 5 erfolgreich schnell hintereinander platzierte Treffer. Theoretisch könnte es was werden. Aber wir machen das mal. Wir können sie zur Not wieder wegtauschen. Achso, ja, ich wollte ja gucken, ob wir Iron Mouse noch hochleveln können. Ganz wichtig. Ist Iron Mouse schon hochgelevelt komplett? Wie ist es denn? Wo ist denn der Kopf, Körper nämlich auch? Ne, von welchen? Guck mal. Ja, jetzt brauche ich natürlich Kohle. Boah, die ist ja ultra stark, die Rüstung. Ist ja übel. Ja, okay. Also unser Auftrag steht, wir brauchen Kohle für Pass auf dich auf. Die Rüstung von Iron Mouse. Okay, hier geht's wohl nicht lang. Hier habe ich ja einen Übergang mal gesehen, ne? Hier oben kann es sein. Hier irgendwo reinging? Ja, genau. Wir müssen also jetzt schaffen, irgendwie von da oben runter zu springen. Und dann können wir hier durch die Tür. Ist nur die Frage. Ich habe alles echt vergessen. Benötigst du Hilfe, Warren? Ich benötige alles, was ich nur kriegen kann, um hier weiterzukommen. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Ich bin quasi an meinem Arbeitsplatz.
Hör mal auf. Haben wir. Waffenskill erhöht, das ist schön. Also wir müssen jetzt erstmal irgendwie nach oben kommen. Oh. Gut, ihr seid jetzt nicht die Welt. Ich glaube, dieser Perk mit 5 präzisen Schlägen hintereinander, das ist interessant, wenn ich die schnellen Zweihandwaffen habe, aber nicht mit der Waffe. So, jetzt sind wir hier 1 hoch. Dann schauen wir doch mal, was wir hier finden. Giftbrühe. Sie müssen wir einmal durch, alles noch mal ablaufen. Nützt ja nichts. Ja, wo denn? Ach, guck mal. Das haben wir das letzte Mal auch vergessen. Ist noch mal was versteckt irgendwo. Ach, hier werden wir auch irgendwo runterkommen. Da oben ist es. Okay. Weiß nicht, ob wir jetzt schon hoch genug sind. Ich renne da einfach mal hier runter. Mal gucken, was wir hier finden. Nichts. Absolut. Oder wir haben es schon gelootet. Das kann natürlich auch sein. Okay. Tja, mit Iron Maus legt sich keiner an. So. Wenn wir hier und hier lang. Das ist. Hier unten, das ist alles so extrem verwinkelt und verwirrend. Voll nervig. Hier geht's wieder hoch. Was soll sich denn das alles merken? Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das heute zu Ende. Weil nochmal da irgendwie da durchrennen und irgendwie den Weg finden, das ist ja... Aua, was? Ach, was machst du denn? Ja, ist ja gut. Ach, sogar die Gegner, wenn schlagen, hört sich an, als ob wir hier Motzerschlägerei hätten. Schön. Da ist noch einer. Okay, also irgendwo war hier noch was versteckt. Und zwar hier. Exakt hier. Also entweder direkt unter uns oder... Da oben ist es, oder? Nee, war das Licht. Oder über uns. Oder links und rechts an der Seite. Das kann natürlich auch sein. Okay, hier geht's nach oben. Hier, und hier geht's nirgends wo lang. Okay. Für mein Bedürfnis gehe ich wieder viel zu weit nach oben. Oh no, oh no, 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 no. Hi. Aber wieso kann ich mich denn nicht bewegen? Hör mal auf damit. Oh, oh, Lebensenergie. Ach komm, jetzt würde ich doch nicht wieder hochpimpen. So, einmal überladen, dann ist er schon mal weg. Der nervt uns nimmer. Ist nur die Frage, wo gehen wir hin? Hm.
Okay, die Tür müssten wir selber schon geöffnet haben. Oh, jetzt sind wir hier. Okay. Will ich hier sein? Ich weiß es nicht. Geht's denn hier lang? Das ist ein Aufzug, ne? Stopp, lass mich raus! Okay, jetzt geht's noch weiter rum. Ich wollte eigentlich die unteren Gebiete erstmal durchmachen. Ach nee, da gehen wir nicht lang. Da geht's wieder zurück zur Fertigungsgebiet. Da wollen wir gar nicht hin. Das interessiert uns so überhaupt nicht. Aber dann gehen wir doch mal hier raus. Hi Kollege, wo seid ihr? Boah, hör auf! Aus! Aus! Aua! Hui! Uiuiui, Iron Maus in Nöten! Iron Maus in Nöten! Hör mal auf jetzt! Okay, haben wir. Bin aber schon wieder viel zu weit. Oh, da ist noch einer. Na, wo wirbelst du hin? Hallo? Kann ich bitte deine Schläge unterbrechen? Danke. Haben wir. Warte mal, sind wir nicht hier, wo wir hinwollen? Das ist doch richtig. Genau, hier wollte ich hin. Jetzt einmal nach unten fallen lassen. Ach, fuck. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Susasa, nein! Ja, hätte klappen können. Unsere guten vielen und überhaupt... Ach, come on. Sei vorsichtig da draußen. Unser schönes Altmetall. Aua. Ist ja voll gepanzert, der Typi. Also wir waren schon richtig. Das Problem ist, wir kommen da nicht hoch. Das ist das Hauptproblem. Hm? War da noch was? Ach, da liegt noch was. So, also gut. Nochmal hier rein. Da springen wir jetzt nicht runter. Ist halt echt. Ich verstehe das nicht. Ich sollte mich auch, glaube ich, nicht versteifen, alles sammeln zu können, weil das ist, ich glaube, das ist vergebene Liebesmühe. Nicht runterfallen. Und hier könnte man runterfallen, ne? Ja? Nee. Ja, ist okay. Komm, du. Die Versuchung. Oh, ich mach mal richtig gutes Licht. Moment, kommt das aus den Augen? Aus den Ohren. Schön. Aus den Ohren. Aber Moment, jetzt sind wir doch wieder... Hallo? Aua, Entschuldigung. Ich glaube, ich mach den Perk wieder raus mit diesen 5 Treffern. Das bringt mit der Waffe, glaube ich, gar nichts. Gut, haben wir... Ach nee, das, wir sind doch nicht da, wo ich dachte. Doch, wir sind da. Ach komm, steh auf. Ich weiß doch, dass du nicht ganz tot bist. Du bist angetötet vielleicht, aber nicht ganz tot. Du hast getroppt. Nehme ich. Hä,
Was würde ich jetzt? Irgendwie bin ich hier komplett falsch. Wollte ich doch gar nicht hin? Ah, hier können wir den Aufzug weiter hochholen. Alles klar, wollen wir das? Test es mal. Lastenaufzug unterwegs nach zweite Etage. Betankung. Aber an diese Tür kommen wir immer noch nicht ran. Die ist jetzt verdeckt. Oder? Ist die das? Ach, so ist das. Oh, Momentos. So ist das. Moment, dann holen wir jetzt gleich noch mal ein bisschen Altschrott. Ich bring doch Besuch, oder? Ich hab's doch gehört. Ah, jetzt hänge ich hier fest da drin. Jetzt ist aber gut, Feierabend. Jetzt ist aber mal Schluss. Der hat auch ein Rüstungsset, ne? Nanoschutz-Kopfmodul. Du wirst hier zugespammt mit neuen Teilen. Da hinten ist es, da. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Kommen wir da ran? Da die Treppe. War das das, was uns... Ach ja, das ist das, was uns die ganze Zeit auf den Sack gegangen ist. Okay. Und wenn wir jetzt hier nochmal weiter runter gehen... Ist hier dann der Eingang? Da, wo ich unbedingt mal rein will? Was ist denn hier? Achtung! Oh oh. Toxine im Schacht C1075 festgestellt. Das ist schlecht. Notverriegelung wird aktiviert. Jetzt habe ich mich wieder in so eine prekäre Lage gebracht. Ja, Moment, Moment. Ach, Quatsch, falscher Knopf. Das heißt, wenn ich jetzt den Helm wieder tausche, ist die komplette Rüstung weg, ne? Schlecht. Ja. Hat er sich wenigstens gemerkt, was ich vorher anhatte? Nee, natürlich nicht. Nein, stopp, nicht die. Die. Oh, und den Brustkorb nehmen wir das hier. So, jetzt soll ich doch safe sein, oder? Ja. Wir müssen das Toxin irgendwie. Weg. Weg, weg machen. Aber wie? Die Tür geht noch nicht auf. Ja, dann bleibt uns ja nur der Weg. Aufzug. Mein Gott, ich wollte doch ganz woanders hin. Verdammt nochmal. Ah, hallo Daniel. Hi. Ja, mal gucken, wie weit ich komme. Den ersten Erfolg habe ich schon. Ich habe die Iron Mouse Rüstung, die ich jetzt gerade nicht anziehen kann, oder? Doch, jetzt geht's wieder. Mann, was ist denn hier los? Wo ist er denn? Da. Aha! Iron Mouse! Na komm, du stehst doch eh nochmal auf. So, ach, da können wir sogar noch was überladen. Ist nichts.
Hier ist noch was versteckt. So nervig das Geräusch auch ist, umso nützlicher ist es. Ach, guck mal eine an. Wir haben nochmal Nano-Geschichten gekriegt. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder 11. So. Darüber würde ich gerne wollen, aber das geht noch nicht. Oder? Ja, stimmt. Irgendwo war noch mein ganzes Loot. Komm ich doch nie hoch. Moment. Wo war das jetzt? Nee, warte mal. Wo wollte ich denn jetzt hin? Nee, ich bin jetzt über dem. Nee, da wollte ich auch nicht hin. Ah. Ich muss nach unten. Na gut, wir rüsten jetzt erstmal hier unsere Rüstung auf. Wenn wir eh schon da sind. Wo ist er denn? So, aufwerten. So rum. Und wir könnten das noch mit Nanokernen nochmal hochpimpen. Rüstung ist ja sowas von imbar. Wo sind denn die Ärmchen da? Haben wir doch alles, oder? Ja. Okay. So, wie viel würde das kosten? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Es würde gehen. Wir könnten die Iron Maus Rüstung auf das absolute Maximum heben. Gehen aber dann auch wirklich nur mit der Waffe, die ich jetzt hier habe, dann, wenn es soweit ist, in den finalen Kampf. Ich weiß halt nicht, ob die gut ist. Oder ob ich eine schnellere brauche. Aber ich könnte ja die Rüstung so weit... Vergiss nicht. Ja. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Aber ich könnte ja die Rüstung so weit pimpen, dass ich auf jeden Fall 3 noch über habe. So, wie war denn das jetzt? Ich will da ja einmal runter. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Ja, kümmer du dich mal nicht um meine Probleme. Also bin ich hier am Arbeiten. Ich suche Weg. Da runter will ich. Oh. Ei, Karamba. Achso, jetzt ist das Implantat, wollte ich noch ändern. Ja, ja, komm. Ich muss eh nochmal ran. Ey, aber nicht so. Das war fies. So war das nicht gedacht, mein Freund. Aber wir ändern mal schnell das Implantat. Das dieses mit den 5-mal Treffen ist für die Waffe gänzlich ungeeignet. Das heißt, was nehmen wir denn rein? Das könnte uns den Bobo retten. Ich meine, für den Kampf, für den Endkampf. Für den Endkampf hätte ich ja auch noch mal. Hätte ich noch mal. Oh, ich hätte das noch mal. Ich könnte noch mal 300 Lebensenergie draufpacken. Natürlich auch nicht schlecht. Könnte aber auch... Ist es denn? Könnte auch nochmal so eine Ladung reinballern. Aber ich denke, das machen wir für den... Endkampf? Ach komm. Oder? Nee, ich nehme noch mehr von der Energie hier. Nee, die war es nicht. Der war es. Haben wir 1060 Leben.